Also war klar, es sollte mindestens ein 6 Monate alter Hund werden. Und dann habe ich das irgendwann in meiner Story bekannt gegeben und jede Menge Leute haben angefangen, mir Vorschläge zu schicken aus dem Tierschutz, irgendwelche Hunde, die abgegeben werden sollten, aus dem privaten Umfeld, persönliche Zuschriften etc. Bei einigen davon kam es tatsächlich dann konkreter in Frage, dass ich mir das Ganze vor Ort mal hätte angucken wollen. Aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Entweder war die Distanz riesig oder irgendwas ist sonst dazwischen gekommen, wie zum Beispiel eine Züchterin, die kurzfristig gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall soll der Max sich hier meinen Hund angucken gehen. Weil möglicherweise könnte der ja im Internet was über schlechte Charaktereigenschaften von dem erzählen und das könnte ja schlecht auf mich als Zuchtstätte zurückfallen. Kein Scherz. Bei einem Hund, der 2,5 Jahre schon bei der Familie gelebt hat und wo die Züchterin dann von ihrem Rückkaufrecht Gebrauch gemacht hat. Naja, und von der Sorte Geschichten gab es halt ein paar. Ich war dann zwischenzeitlich irgendwie schon relativ genervt. Und dann kam eines Tages irgendwann ein Facebook-Post von dem Tierheim Stralsund, wo wir jetzt auch die Malia hergeholt haben.